Hemden. Obwohl es viele Hausfrauen nicht glauben werden, können wir mit der Ironette auch kompliziertere Stücke unserer Garderobe wie Hemden oder Blusen bügeln. Und zwar viel bequemer, besser und schneller. Nach kurzem Üben werden Ihnen weniger als 3 Minuten reichen. An der Mangel müssen wir den gewünschten Mangelmodus sowie die gewünschte Dampfstufe einstellen. Und jetzt kann es losgehen. Zuerst bügeln wir die Manschetten, was dank 2 freier Arme kein Problem ist. Wir legen die Manschette von der Seite an den Rand der Bügelfläche und bügeln diese. Genauso gehen wir bei der 2. Manschette vor. Dann setzen wir mit dem Ärmel fort. Dieser wird längs in Richtung zur Manschette gebügelt. Danach drehen wir den Ärmel um und bügeln diesen bis zur Naht des Ärmels. Nach den Ärmeln folgen die Vorderteile des Hemdes. Hier müssen wir Acht geben, dass die Knöpfe in Richtung der weichen Walze und nicht in Richtung der Bügelfläche gedreht sind. Wir mangeln bis zum Rand des Ärmels. Danach verschieben wir das Hemd um etwa 15 cm, um auch unter die Ärmel zu kommen, und setzen fort. Wir vergessen auch den Kragen nicht. Wenn wir das Pedal nur halb durchtreten, wird die Walze an die Bügelfläche gedrückt, beginnt sich aber nicht zu drehen. Dies können wir gerade beim Kragen nutzen. Und jetzt bleibt nur noch der Rückenteil des Hemdes. Wir legen das Hemd mit dem Unterteil in die Mangel ein und mangeln bis zum Kragen. Falls wir, besonders bei einem längeren Modell, das Hemd nicht bis zum Kragen bügeln können, weil die Walze nicht zwischen die Schultern des Hemdes kommt, drehen wir das Hemd um 90 Grad und bügeln diesen Teil wie den Vorderteil nach.